Und hat das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Thema dieser Aktuellen Stunde haben sich die Parteien der Unionsfraktionen befasst, als es die AfD noch nicht gab. Wir schrieben das Jahr 2000, als der damalige Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz die gesellschaftliche Leitkulturdebatte anstieß. Und selbstverständlich nahmen und nehmen in dieser Debatte das Grundgesetz und die Rechte von Frauen eine Schlüsselstellung ein. Für uns in der Union ist und bleibt das Thema Leitkultur aktuell. Deswegen hat vor nicht mal einem Jahr der Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit seinem 10-Punkte-Katalog dazu wichtige Debattenbeiträge geliefert. Der Minister stellt klar, dass wir ein offenes Land sind, in dem Toleranz, Freiheit und Minderheitenschutz herrschen, dass wir aber auch eine deutsche Identität haben, eigene Traditionen, eine eigene Geschichte, eine christliche Prägung und dass wir erwarten, dass Menschen, die zu uns kommen, dies auch respektieren. Viele unserer Überzeugungen sind im Grundgesetz verankert und was im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland festgeschrieben ist, also auch das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit jedes Menschen und die Gleichberechtigung von Mann und Frau, gehört zu unseren absolut unverhandelbaren Werten. Dazu steht die CDU-CSU-Fraktion unerschütterlich, und das haben wir, weiß Gott, mehr als einmal dezidiert klargestellt. Mehr noch, ob Migranten den Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern akzeptieren und befolgen, ist für uns der Lackmustest gelungener Integration. Für die CDU-CSU-Fraktion gilt: Erstens, wir treten der Entstehung von Parallelgesellschaft entschieden und wirksam entgegen, indem wir gezielt Integrationsmaßnahmen, natürlich, das haben Sie doch jetzt alles schon gehört, Integrationsmaßnahmen fördern und Verstöße gegen die bei uns geltenden Regeln des Zusammenlebens ahnden. Zweitens, wir dulden in unseren Kommunen keine rechtsfreien Räume oder die Etablierung anderer als die in unserem Land geltenden Rechte. Drittens, jede Frau in Deutschland hat das Recht, frei und gleichberechtigt zu leben. Die Vollverschleierung von Frauen lehnen wir ebenso ab wie Zwangsverheiratung oder andere Praktiken, welche die körperliche oder seelische Unversehrtheit von Frauen und Mädchen gefährden. Stattdessen setzen wir uns ein für gleiche Bildungs- und Ausbildungschancen junger Migranten. Migrantinnen. Denn gut ausgebildete Frauen, die eigenes Geld verdienen, sind selbstbewusste und wirtschaftlich unabhängige, sind freie Frauen. Zu den unverhandelbaren Werten unserer Kultur und unseres Grundgesetzes gehört aber ebenso die Pressefreiheit. Und wenn in den Medien kulturell gemischte Liebespaare vorgestellt werden, muss unsere Kultur das aushalten, und sie hält es aus. Wir in der Unionsfraktion verschließen nicht die Augen vor der Wirklichkeit. Wir sehen sehr wohl, dass im Zuge des Flüchtlingszustroms junge Männer aus islamisch geprägten Kulturen auf junge deutsche Frauen treffen. Na und? Wir können und wollen keinem Mädchen und keiner Frau verbieten, sich in einen Mann aus einem anderen Kulturkreis zu verlieben und den Lebensweg gemeinsam mit ihm zu gehen. Das ist doch ein ganz anderes Thema. Was wir aber wollen, ist, Mädchen und Frauen so stark zu machen, dass sie nicht freiwillig auf ihre Menschenrechte verzichten. Sie so stark zu machen, dass sie sich, wenn sie es mit rosa-roter Brille in guten Tagen doch tun, in schlechten Tagen immer noch an den Schutz erinnern, den unser Grundgesetz und unsere Kultur ihnen gewähren. Und hier, meine Damen und Herren, ist nicht in erster Linie der Gesetzgeber gefordert, sondern alle gesellschaftlichen Kräfte, die Mädchen und junge Frauen sozialisieren. Allen voran Elternhaus, Schulen und Kindertageseinrichtungen. Freiheit
und Gleichheit und Gleichberechtigung der Frau schließen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ein. Für dieses Recht setzt sich die CDU-CSU vehement ein. Weil wir gerade dabei sind, meine Damen und Herren auf der rechten Seite, schämen Sie sich eigentlich nicht, sich heute als Hüter der Frauenrechte so aufzuspielen? Seit der Bundesrepublik Deutschland hatte es bis zum Bundestagswahlkampf der AfD im vorigen Jahr noch keine Partei fertiggebracht, mit einem schwangeren Frauentorso und dem Slogan Neue Deutsche machen wir selber, für sich zu werben. Dafür, Frauen in Wort und Bild als Gebärmutter auf zwei Beinen darzustellen und zu politischen Zwecken zu missbrauchen, dafür, meine sehr geehrten Damen und Herren, mussten wir in der Tat auf die Antragsteller der heutigen Aktuellen Stunde warten. Mir ist Kollegin dem Schäfer, in meinen Augen nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. So, ansonsten hatte im Moment überwiegend die Kollegin Schäfer das Wort, wenn ich darauf aufmerksam machen darf. Bei aller Lebendigkeit der Debatte. Die Kollegin Sonja Steffen hat für die SPD